Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Mit dem hässlichen Grau des ehemaligen Flakturms im Esterhazy-Park im 6. Wiener Gemeindebezirk hat dieses Haus nichts mehr zu tun. Und die blauen Farben deuten auch schon an, worum es da gehen könnte. Haus des Meeres. Und schauen wir mal, wen von diesen wir vielleicht auch drinnen sehen werden. Willkommen im Haus des Meeres! Durch den Atlantiktunnel, in dem einiges an Fischen des Atlantischen Ozeans zu sehen ist, kommt man mal so richtig ins Haus des Meeres hinein. Rapid-Fan, ganz in grün? Wenn es für einen violetten Hintergrund wäre, wäre das Chamäleon zweifelsohne violett. Und dieser Kerl ist genauso lang wie euer kleiner Stadtstreicher. Der Komodo-Varan ist die größte Echse der Welt und er wird bis über 3 Meter lang. Riesenschlangen würgen ihre Beute durch Umschlingen. Die wesentlich kleineren Schlangen sind dann die Giftschlangen und die töten ihre Beute durch Injizieren eines Giftes durch die Zähne. Keiner daheim? Nun, der Todesnatter, der Besitzerin dieser abgeworfenen Haut, einer der giftigsten Schlangen der Welt, war wohl zum Aus der Haut fahren. Zeit für den Mittagsspaziergang. Hallo du, wie geht's dir heute? Ach, frag mich nicht. Immer das Gleiche, jeden Tag einen Corona-Test machen müssen. Gelb-Schwarz sollte uns eigentlich schon sagen, Achtung, und diesem Pfeilgiftfrosch kommt man besser nicht zu nahe. Er ist einer der giftigsten seiner Art. Da laust mich doch der Affe. Auch Äffchen turnen in den freieren Bereichen des Haus des Meeres durch die Gegend. Korallenriffe bieten die bei weitem größte Artenvielfalt an Meereslebewesen auf unserem Planeten.
das Lieblingstier von OctoTV? Na klar, der Oktopus. Hier seht ihr, wie Quallen sich vorwärts bewegen, nämlich ganz einfach mit dem Rückstoßprinzip. Die bei weitem größte Artenvielfalt an Fischen gibt es in den Korallenriffen. In allen möglichen Farben und meistens eher klein gehalten, tummeln sich dort Millionen von Fischen. Achtung, giftig! Der Rotfeuerfisch ist kein guter Spielgenosse. Keine Angst, hier werden nicht die Zuseher an die Fische verfüttert und die Fische, die hier so fleißig an den Fingern saugen, sind auch keine bösartigen Fleischfresser, sondern eine Art Putzerfische. Seepferdchen sind in mehrerer Hinsicht faszinierende Meeresbewohner. Einerseits können sie mit ihrem langen Schwanz sich an Pflanzen festhalten, andererseits sind bei ihnen ausschließlich die Männchen für die Brutpflege zuständig. Eine für Fische etwas sonderbare Art der Fortbewegung pflegen hier diese Lanzettfischchen. Natürlich finden wir auch heimische Fische im Haus des Meeres, den Karpfen und den Wels dann etwas später. Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, ein kleiner Brillenwechsel. Und schon geht's hinein ins nasse Abenteuer. Mein neuer indianischer Kriegsname heißt jetzt Swimming with Sharks. Zu Deutsch, der mit den Haien schwimmt.
Und wer sich vom Erdgeschoss bis in den 11. Stock dieses ehemaligen Flakturms und heutigen Haus des Meeres hochgekämpft und geklettert hat, der genießt einen wunderbaren 360-Grad-Rundumblick über ganz Wien.